So, dann schauen wir mal. Ich habe Gott sei Dank noch den alten Stecker. Da er hier eh schon mal kaputt war, kürzen wir jetzt einfach mal das Kabel. Ja. So. Mal sehen. Dann auspacken. Wenn er möchte. So. Dann mal schauen. Das Problem am alten Stecker war, den haben wir ums Verrecken nicht mehr aufbekommen. Deswegen mussten wir einen neuen holen. Ja. So. So sieht es jetzt aus. Genau. Und hier ist der alte, aufgeflexte Stecker. Das müsste jetzt ganz gut passen, weil jetzt sehe ich, an welchen Pins das angeschlossen war. Da muss ich gar nicht groß überlegen, wo was drauf muss. So, schön mal einführen hier. Abisolieren. Naja, das soll schon gehen. Gut, ich sehe jetzt zwei Leitungen sind noch komplett rausgerissen, aber so, das meiste kann man jetzt 1:1 kopieren. So, als erstes isoliere ich jetzt mal alles ab und presse Aderenthülsen drauf. Ersten sind drauf. Mal sehen, wie das hier angeschlossen war. Natürlich rot auf rot, schwarz auf schwarz. Ja, so. Ah, da muss man sich jetzt erstmal natürlich immer wieder reindenken. Da ist der Stift und hier ist der Stift. Also ist der Stecker so. Und das bedeutet, der Pin müsste rot sein. Vielleicht steht hier aber auch mal einfach drauf und die Farben stimmen. Das wäre natürlich auch genial. So Pin 6. Der sein und das Rot, ja, das passt soweit. Naja, erstmal quetschen wir nach da, dann töten wir auf, dann schrauben wir das mal zusammen und dann schauen wir einfach mal, ob es funktioniert. Ja, kommt schon raus, der Adern-Tülsen aus meiner Tasche. So ein Scheiß mit so vielen einzelnen Litzen. Einfach mal nur Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung und Blinker. Und dann auch noch für jeden Scheinwerfer ein separates Kabel. Naja. So.
Ich hammer's. Und letzter. Genau, so sieht's jetzt aus. Jetzt gucken wir mal, wo wir es hinbekommen. So, ich arbeite mal nach der Anleitung und hoffe, dass die Farben noch stimmen vom Farbcode her. So. Genau, eins ist gelb. Müsste hier sein. So, dann was haben wir noch so einzeln rumfahren? Ja. Oh. Ah, die habe ich schon vergessen zu pressen, die Adleinhülse. Nix gut, nix gut. Ja, komm schon. Das neue. So, ich hoffe, man kann es auch alles auf dem Video sehen. So. Blau ist 2. Wäre weiß. Und mit dem Stecker stehen zwar keine Nummern drauf, aber da ist auch irgendwo grün mit dabei. Naja, sehen wir dann, wo es hingehört. So. Ah, genau, 4 ist grün. Dann suchen wir mal 3 hier und quetschen da beide weiß rein. Müsste eigentlich heben. Quetschen noch ein bisschen hier, passt es auch. Gut, hier müssen wir noch mal ein bisschen tricksen. Hier müssen jetzt noch diese orangenen oder roten Kappen runter. Na ja. Klar, das richtige Werkzeug habe ich jetzt natürlich nicht mitgenommen. Da wäre so ein Cuttermesser ganz praktisch. Aber egal. So. Geht doch. Normal kann man die auch mal ohne kaufen, aber habe ich jetzt leider nicht da gehabt. Komm jetzt da runter. So. Und klar, für Leute, die das jetzt öfters machen, sieht das wahrscheinlich ein richtiger Krampf aus. Ist es auch ein bisschen. Aber das ist das erste Mal, dass ich jetzt einen Anhängerstecker reparieren muss. So, jetzt sind wir schon drin. Weit genug, ja, jetzt muss es passen. So. Zugtest hebt. So, dann geht's mal weiter. So, dann kommt nämlich Braun. Braun muss auf 5. Hier. Ich hoffe, man sieht das auch alles. Das ist ein bisschen kompliziert mit der Kameraführung, beziehungsweise mit meiner Hand. Dass ich es gut sehe und auch ihr gut seht. So, rot muss auf eine doppelte Klemme. Kommt auch gerade schon als nächstes. Ich glaube, die Klemme 6, wo ist sie denn? Ach, hier ist sie. Muss dann auch mal kurz wieder diese Kappen wegmachen. So. Und da ich gerade das Zugfahrzeug nicht da habe, mit dem wir es auch testen können, machen wir das dann einfach später. Ja. Und hoffen einfach mal, dass es dann passt. So. Jetzt komm runter da. So.
Ach, jetzt komm doch schon da rein. Hoppla, Schraube auch noch abgehauen. Ja, super. So, nochmal probiere. Vielleicht klappt es ja so diesmal. Ja, ein Scheiß, wenn einmal zwei rein müssen, da rein zu quetschen. So. Heben und schnell schrauben, dass es auch dran bleibt. So. Und schwarz zu guter Letzt auch die Nummer 7. So. So sieht es jetzt aus. Ich mache ihn mal zu und fertig. Und dann muss man halt einfach nur hoffen, dass es auch passt. Genau, den Test zeige ich euch dann auch nochmal. So, rein damit. So, und dann, genau, irgendwie, das kommt ja so drauf, dann wird das von vorne irgendwie reingedreht. Beziehungsweise das Teil von hinten muss reingedreht werden, genau. So, kompliziert, mit, wenn man mal andere Stecker macht, in der Regel nur ganz normale Schuko-Stecker oder, ja, C-Con-Stecker oder sowas, alles im 400 Volt, 230 Volt Bereich, jetzt mal sowas. Ja, muss ich auch wieder reinfinden. So. Ja, festgedreht ist. Ja, Zugbelastung. So. Ja, das sitzt noch nicht ganz passend hinten drum, sehe ich gerade. So. Und doch noch mal lösen. So. So müsst's. Genau. Jetzt passt. Bei dem Set sitzt, saß es hier vorne noch schief, weil es nicht an der richtigen Position ist. Jetzt passt. So. Zack zu. Zack zu. So. Fertig. Schön. Neuer Stecker. So. Jetzt aufs Abrissseil dran. Dazu muss ich kurz eine andere Zange holen. Ja, genau. So, da war vorher das Abrissseil drin. Das kommt jetzt wieder rein. So, ist so eine Öse noch mit dran. So, zack. Und dann kommt da noch dieser, Moment, wo habe ich ihn denn? Hier diese Kleinteile drumherum. Ich gerade einmal hier unten an der Handbremse. Das kann man jetzt auch gut sehen. So. Noch drum, zack, können wir noch hier, wo ist es denn? Da ist das Loch, oder? Ja. So. Da wird ein bisschen verdrehen. Ja, das hebt doch. Genau. So, und jetzt ist der Anhänger wieder gangbar. Kurz Gas aufräumen und dann geht's weiter. Genau. Nach hinten Holz machen.